Tag Leute, ich bin's, Kalle. Ja, der Olli war wahrscheinlich zu faul in der letzten Zeit, jetzt muss man wieder ein paar Arbeitsstunden aufholen. Da kommt er dann schon mit so, ja, du musst die Adventskalender auspacken, ich häng schon ein bisschen hinterher, naja, dann mach ich das halt jetzt. Das Gute ist ja, jetzt gibt's ja gleich mal ein paar Tage mehr, also mehr für mich. Und bei 3 Kalendern, da muss doch mal irgendwie was Geiles für mich abfallen. Also, lange Rede, noch mehr Geschwafel. Ich habe mir das Ganze natürlich schon voll organisiert. Insgesamt gibt es jetzt nämlich 6 Türchen bei jedem Kalender zu öffnen. Das heißt 18 Pakete. Und dann soll ich Sterne vergeben. Alter ey, was für ein Romantiker, wa? Ich glaube, der hat einen Dartsockenschuss oder so. Ich weiß ja nicht, wen Weihnachten interessiert. Mich interessiert die Darts-WM und Silvester, Alter. Ich würde Böller verteilen. Aber gut, ist ja Ollis Adventskalender-Format. Also packe ich von allen Kalendern die Türchen aus und vergebe 1, 2 oder 3 Sterne. Du musst dich entscheiden, sonst wird der liebe Weihnachtsmann dich ausweiden oder so. Ach komm ey, Cut, ruf auf die Kalender. Ja komm, kick mal, wa? Der kleine Adventskalender für den Kalle. So, stehen geblieben waren wir wohl bei der 8. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die 8er Packerl und dann kicke ich rin und sage halt mal meine Meinung dazu. Und da ich keinen Bock habe, jetzt gerade hier auf unten die Ecke rauszufrickeln, fange ich hier ganz oben an. Ich glaube, das ist Dartsturm. So. Und da sind eben mal Mission Flights drin. In interessanten Grün. Mission Tempel. Ich glaube, ist ein relativ aktuelles Modell. Okay. So, denn Nummer 2. Ist hier vom, ja, da geht's schon los. Ich hab's mir gedacht. Ist der Dartspool Adventskalender und der beinhaltet ein paar D-Puls-Schäfte, ein super mega clear mit vernünftigen Schaftringen. Das sind so diese Dreifachringe, die halten wenigstens mal ein bisschen mehr aus. Ich mein, Dartskalender, wa? Was soll da drin sein? Schäfte und Flights natürlich. Ich fürchte, wenn ich mir jetzt hier die 8 rausmopse vom McDart-Kalender. Ja, logisch, dann wird das hier runtersacken. So, immer schön auf Fahrstuhl gemacht. So, zack, haben wir die 8. McDart macht ja Hoffnung, mal. Große Packung. Also, da mal reingekickt. Ich meine, schwer ist sie nicht. Huh. Na, ich würde mal sagen, Berliner Luft, wa? Habt ihr sie wegfliegen sehen? Das war sie. Na, mega Überraschung, Flights. Aber jetzt sind die speziellen hier frohe Weihnachten, ne? Michael van Gerven Flights. Aber Alter, jetzt soll ich mich entscheiden. 1, 2 oder 3 Sterne. Ganz ehrlich, ich würde dafür irgendwie einen Luschenböller geben. Finde ich jetzt alles nicht spannend. Aber gut, halten wir uns an die Regeln. Also bislang sind ja auch Flights jetzt nicht wirklich was Überraschendes. Von daher, auch diese Weihnachtsflights, ja? MVG, grün, alles klar, wird Weltmeister. Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber irgendwann nochmal. Langsam habe ich das Gefühl, das wird mir jetzt zu viel. Bei McDart sind ja nur noch so frohe Weihnachten-Dinger drin. Also ich sag einen Stern. Und gib dir doch mal sein Foto an, hat er selber keinen Spaß bei gehabt. Dann Mission Temple Flights. Sind denn 2 Sterne, wenigstens kannst du die auch immer mal spielen oder verschenken. So scheiße sehen sie ja jetzt nicht aus. Und dann ist natürlich Claro, die klaren Schäfte, na, das müssen ja eigentlich 3 Sterne sein. Ich meine, die sind ja auch vom Gegenwert. Weißt du, hast du was Vernünftiges, was Haltbares, du hast ja vernünftige Ringe drauf. Ich mag jetzt zwar nicht so kristallklar, nicht so, aber Alter, ich habe die Regeln nicht gemacht, dann sind es halt 3 Sterne. So gut, weiter geht's im Kontext. Ich habe mir das mal ein bisschen bequemer gemacht, sonst fällt da die ganze Scheiße hier auseinander. Jetzt fange ich mal auch wieder mit McDart an. Das sieht ja schön groß aus, wa? Also, Kreischner MVG, was hast du im Angebot? Ein Kärtchen, ein Checkout-Kärtchen. Und wenn ich das umdrehe, ah, alles klar. Das ist die McDart Adventskalender. Das ist eine Losnummer, da kannst du Spielerdarts mit Original-Autogramm und so gewinnen. Okay, ist natürlich Lotterie, aber ich finde eine geile Idee. Und wer weiß, erzeugt nochmal so ein bisschen Spannung oder Spaß. Gut, dann ist jetzt hier Dartsturm wieder dran. Was ist das, ey? Immer Luftnummern hier. Und schon sind die Sterne dahin gegangen. Was ist hier drin? Ups. Sorry. Alter, na, das sind mal so richtig kitschige Weihnachtsflights, wa? So hässlich, dass man die fast schon wieder gut finden könnte. Ich kann leider keine Nacht drüber schlafen, aber ich kann es mir nochmal überlegen, weil ich habe ja noch ein Türchen. Und es ist von Dartspool. So, die Luft geht wieder raus, war aber hier ist ein bisschen mehr drin diesmal. So, und zwar 2 Packungen. Ach, das ist ja mal süß. Kick mal, Geschenke für die Ladies in der Haus. D-Puls Lilliput-Schäfte, also ultra kurz und immer pinkfarbene Flights. Das ist jetzt einfach für mich. D-Puls liefert 2 Sachen, die man benutzen oder verschenken kann, also 2 Sterne. Leise rieseln die hässlichen Flights. Alter Schwede, ey, das wäre ein Böller, wa? 1 Stern. Na und dann ist ja wohl klar, dass das los
3 Sterne kriegt. Klar ist ja keine Garantie, dass du was gewinnst, aber einfach so. Man muss es doch sportlich sehen. So, weiter geht's mit dem 10. Das ist der 2. Advent. Da muss jetzt aber mal ein bisschen wieder ein Highlight kommen. Wa? Also, ich fange mit D-Puls an. Hä? So sieht das gute Stück aus. Das ist ein Schlüsselanhänger mit irgendwas Langem dran. Ah, das ist doch kein Shaft-Removal-Tool, oder bin ich jetzt bekloppt? Wenn ich das abschraube, dann ist das ein winzig kleiner Schlitzschraubendreher. Ich weiß nicht, könnte ich damit Schäfte rausnehmen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ein Kreuzschlitz. Na, den brauchst du beim Darts natürlich total oft, wa? Also maximal fallen mir ja so Aluschäfte ein, die hinten so ein Loch haben. Dann kannst du durchpieksen und kannst sie vielleicht festdrehen. Alter Schwede, ja. Oder vielleicht, wenn deine Dartsbrille los ist, kannst du einen Bügel festschrauben. Ich sag mal so, ich glaube, das ist diesmal Tinnef. Und damit mal den Stern vorgebunkert, wa? McDart macht hier wieder einen auf dicken Affen. Riesenpaket, richtig bunt. Und ist so ja mal ein bisschen Gewicht dabei. Und anzubieten haben sie... Boah, Alter, ey, dicke Brass Dart, Soft Dart, Bomben. Kicker, die sind so schwer, die haben die Verpackung schon selber geknackt. Na, Heidewitzka, ey, die geht immer schlimmer, wa? Lässt sich das noch unterbieten? Ich weiß nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. So, wir reden immerhin über den 2. Advent, wa? Ich vergessen zu erwähnen. Yeah, und da gibt's hier natürlich ein Fingerwachs. Wenn du Pippi warst, hast du die Hände nicht gewaschen, kannst da dran rumrubbeln und kannst du trotzdem noch weiter Darts spielen, wa? Nee, ihr kleinen Ferkel. Wenn sie immer schön die Hände gewaschen, Hygiene geht vor. Aber gut, das war wohl der enttäuschteste 2. Advent, den ich bisher erlebt habe. Gut, Fingerwachs, 3 Sterne. Unbrauchbarer Tinnef. Bleibt dabei. 1 Stern. Tut mir in der Seele, war ein bisschen traurig, ja, dann kriegen die halt 2 Sterne. So, und weiter geht's im bunten Reigen. Wundert euch nicht, falls der Ton ein bisschen anders klingt. Die eine Kamera hat auch schon wieder ein Geist auf jeden. So ist das normal. Die haben auch keinen Bock mehr, die wollen auch Weihnachtsferien machen. Ich habe jetzt hier die 11 von McDart. Und was haben wir hier drin? Das sieht nach Dartbog Wasserwaage aus. Das ist gut. Sim-Tool zeigt zwar schon 322 Stück davon, aber grundlegend, das ist eine brauchbare Sache. Das tackerst du dir halt oben in dein 20er-Segment und dann kannst du an der Wasserwaage da oben schön, dass die Blase in der Mitte ist, dein Dartboard gerade ausrichten. Super praktische Tool, braucht jeder Dartspieler, wenn er mal vernünftig sein Dartboard ausrichten will. Ist gebongt, finde ich mal eine gute Sache für den Kalender. Dann die 11 bei Dartsturm. Hey. Den Grünstich? Ich habe zwar eine Rot-Grün-Schwäche, aber ich glaube, die sind irgendwie Minzfarben. Ah, wahrscheinlich Weihnachtsthema oder reiner Zufall. Aber immerhin, vorne die Spitze sieht recht grippy aus. Dazu gibt es ein bisschen Fingergrip. Und da sind so ja O-Ringe, also Gummiringe dabei. Ja, grundlegend keine schlechten Conversion Points. Ich glaube, hier steht auch drauf Titanium, also haltbare Zeug. Das ist okay. Und dann bleibt mir noch Dartspool. Und da drin habe ich D-Puls-Sachen. Habe ich schon die Ringe gesehen. Das folgt ja fast einer gewissen Logik. Das sind keine O-Ringe aus Gummi, sondern das sind natürlich Federringe und zwar zweifach, nicht dreifach. Kannst du für die Schäfte, da ja einige wohl im Kalender schon waren, natürlich als Ersatzringe ganz gut gebrauchen. Von daher okay, Ersatzteillager ein bisschen aufgefüllt, ist durchaus brauchbar. Ich sag mal, die 11 war jetzt ja nicht so eine Lusche, wa? Dartboard Wasserwaage kannst du immer brauchen. Gute Conversion Points, warum nicht? Und hier einfach mal passende Ersatzfederringe für die Schäfte, die du spielst. Klar, kann man die brauchen. Sternemäßig. Ich sag mal, 3 Sterne für die Wasserwaage. Kreative Idee, braucht jeder. Und ich denke mal, so ein Kalender, den kaufen sich jetzt auch nicht zwingend immer Leute, die ja schon alle haben. Die kaufen dann eher gezielt, was sie brauchen. Aber wenn du eben noch ein bisschen am Darts entdecken bist, dann weißt du auch noch nicht, was du brauchst. Aber das auf jeden Fall. Also ist okay, McDart, kriegst 3 Sternchen. Die Conversion Points kriegen von mir 2 Sterne. Das war Dartsturm. Naja, dann bleibt der D-Puls. Klar, das ist halt einfach mal so ein Auffüller. Und von der Logik her, wenn es schon die Schäfte gibt mit den Federringen, finde ich es ganz gut, aber ist ja nur noch 1 Stern übrig. So, damit ist die 11 auch abgehakt. Dann mache ich mal hier klar Schiff und dann gibt es nur die 12 und die 13 für das fulminante Finale. Also ohne Umschweife. McDart hat diesmal eine flache 12. Das Packerl ist aber ganz witzig. Da steht Winmore drauf. Lass mich raten, das sind Flights, wa? Weihnachtsflights. Diesmal von Peter Wright. Mann, Alter, ich hab eine Weihnachtsflight-Sammlung. Gut, Dartspool.
E-Puls. Was hast du im Angebot? Okay, Schleifsteintonne. Ist jetzt nichts Besonderes, kann man trotzdem hier brauchen. Rubbel die Katz-Spitzentonne, stehe ich da nicht so drauf. Alles klar, da bleibt ja noch. Captain Darting-Ton, hallo? Mit alter Schwede ist das hässlich. Also, Gült-Bronze leuchtenden Alu-Schäfts ohne Ohrringe, ja super. Die sind nicht nur lang, sondern wenn du die tatsächlich drauf schraubst, dann kannst du nach jedem Wurf gleich wieder nachdrehen. Also da brauchst du auch noch die Gummiringe dazu. Die Nummer geht ganz schnell durch. Das ist eh ein Stern, weil es gleich für die Tonne ist. Gerade lange Alu-Schäfte können sich auch schneller mal verbiegen. Auch die Flight-Aufnahme, die ist so eng, da kriegst du auch nicht unbedingt alle Flights drauf. Schleifstein, okay, Billig-Variante. Kann man irgendwie mal brauchen, 2 Sterne im Vergleich. Boah, und der tut mir fast schon ein bisschen weh. Aber gut, ist halt ein Peter Wright, wa? Ist Weihnachten. Dann sind das jetzt mal 3 Sterne für Weihnachtsflights. Aber ehrlich, ey, ich will nicht nochmal solche Dinger sehen. Dann gibt's Minussterne. Das war die 12, also ab jetzt für das Finale. Also die 13. Dartsturm macht einen Anfang. Boah. Flights. Von Rocky Josh Rock. Wobei, von ist ja fast schon wieder witzig. Der Kerl selber spielt ja nicht mal diese Flights. Also ihr fühlt, ich weiß jetzt nicht, der 394. Paar Flights von irgendjemand, irgendwas. Was hat McDart anzubieten? Hey, Alu-Schäfte. Wow, macht das jetzt Laune. Zweifarbig, auch wieder ohne Ohrringe, auch in super lang. Dankeschön. D-Puls, Alter, bitte, bring mir den Puls mal ein bisschen runter. Schäfte, in etwas kürzer. Ah, da haben wir die doppelten Federringe. Halt wenigstens den Ersatz. Also ich muss ganz stark überlegen, ob wir nicht ohne Minussterne oder Böller einfügen, wa? Das ist ja hier Treffer versenkt. Und ich dachte, ich kann irgendwie ein bisschen Zeug abgrasen und das behalten. Ach komm, weißt du was? Hier, Alu-Schäfte, 1 Stern. Immerhin, Flights von Josh Rock. Der Kerl kann was, deswegen, einfach deswegen. 2 Sterne für die Dinger. Und jetzt mal, ja, sind gute Schäfte, kann man hier brauchen. 3 Sterne. Kalle ist langsam hier langweilt. Also beim letzten Stand, da waren Dartsturm, McDart gleich auf mit 14 Sternen und Dartspool ein bisschen abgesetzt mit 20. Naja, und jetzt habe ich die Türchen bewertet, jetzt kriegt Dartsturm 11 Sterne dazu, das heißt, das sind insgesamt 25. McDart kriegt 13 Sterne dazu, das macht dann 27. Und bei Dartspool sind 12 Sterne dazugekommen, macht insgesamt dann 32. Ey Leute, ich will ja nichts sagen, aber really, ich meine, wir haben jetzt insgesamt 18 Türchen geöffnet, ja? Das sind 3 Kalender. Und der Flötterkram hier vom Grabbeltisch, das ist die Ausbeute. Wir eine Loskarte, eine nützliche Dartboard-Wasserwaage. Von mir aus auch mal so ein Fingerwachs, ist ja nicht so verkehrt. Und vielleicht, wenn ich's brauche, mal einen Satz vernünftiger Conversion Points. So, aber der Rest, was ist das? 99 Cent Fundgrube. Ich hab hier Brass-Bomben. Gut, dann habe ich 3 Sätze irgendwie noch brauchbare Schäfte in verschiedenen Längen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 7 Paar Lights. Also ehrlich, Alter, wenn ich überlege, was die 3 Kalender da gekostet haben, in eine Schublade. Und genau da wird es auch bleiben, in eine Schublade. Das willst du doch nicht ans Tageslicht lassen. Olli, der Zombie, der wusste ganz genau, dass da ein Ramsch drin ist, wa? Ja, was soll ich sagen? Das waren also jetzt die Adventskalendertürchen und kick mal, ich habe aus dem Verpackungsmüll noch einen Weihnachtsbaum basteln können. Hat mir insgesamt, ehrlich gesagt, mehr Spaß gemacht, als jetzt hier diese Lückenfüller auszupacken. Also ich muss mal sagen, ich weiß nicht, wie es Olli sieht, aber ich finde es ein bisschen schwach, dass hier offenbar auf Adventstage oder so gar nicht geachtet wird. Einfach random Ringe ballert irgend so eine Lückenfüller-Sachen. Mann ey, Darts Adventskalender. Ich verstehe schon, dass man zwischendurch natürlich nicht immer jeden Tag einen Knaller reinpacken kann. Du willst ja auch keine 500 Euro für so einen Kalender hinlanzen. Aber doch mal ein paar Highlights an Advent. Und dann zwischendurch wenigstens mal so ein bisschen aufbauen. Also ich verstehe das schon, wenn du Schäfte hast in verschiedenen Längen, dazu noch die passenden Ringe als Ersatzteil, das ist ja auch noch eine halbwegs Logik. Bei den anderen ist echt so gefühlt random einfach zack aus der Produktpalette. Was haben wir auf dem Grabbeltisch, was muss da weg? Ja komm, hier pack in Karton, wa? Mein Stiftung Warentest? Mogelpackung, oder? Geht doch ja nicht, dass du da so ein 3x6 Meter Karton hast, ey, und dann kommt nur Berliner Luft raus. Und dann hast du da 3 Schäfte oder was drinne. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie nicht fröhlicher, wa? Ich sag ja, ich glaube, Olli wusste ganz genau, warum ich jetzt die Tage machen sollte. Den werde ich jetzt mal schön Salz in seinen vorbereiteten Heavy-Metal-Tee gießen und dann kann er künftig die Adventskalender-Nummer alleine durchziehen.
So, ich mach Schluss für heute. Feierabend. Schön mit Ö. Bis zum nächsten Mal. Ey, und ja, ich hab mich angestrengt. Kannst du mal einen Knopf für ein Abo drücken? Ich mein, guck dir doch mal an, was da drin war. So ein paar Almosen. Also komm, hab mal ein Herz, Bro. Und Broline, hau drin, Mann. Tschüss.